So Leute, das war's dann mal wieder mit MFU. Wir sehen uns nächstes Mal. Das war euer Fabi und ciao. Ciao. Nee, warte. Was? Ah, verdammt. Wie? Falsche Ansprache. Oh, ach so. Oh, jetzt hast du das Ende mit dem Anfang verwechselt. Ach, shit, Mann. Oh, Fabi, du bist so dumm für alles. Und das sag egal, ich. Egal, ich wiederhole mich dann einfach nochmal. Und das sag ich, Miguel Flaus, okay? So, und alle, die nicht gemerkt haben, dass es jetzt gespielt war, ist halt blöd. Gut, haben wir das aufgeklärt? Der Fabi ist ja echt dumm. Boah, schau dir mal den schönen Boden an. Wie er sich spiegelt. Seine Pracht. Spaß. Ey, also schaut mal auf jeden Fall in die Outtakes gleich dann später rein, wenn ihr das Video angeguckt habt. Schaut euch die Outtakes noch an, weil wir sind best vorbereitet in die Quest gegangen. Und wer das ernst nimmt, ist auch ein Idiot. Und haben da total gefailt. Ihr müsst dann die Outtakes noch angucken. Die gehen so 2-3 Minuten noch. Letztendlich mussten wir die Quest dann einfach abbrechen, weil wir so schlecht vorbereitet waren. Boah, nee, jetzt fängt er bestimmt an, im Dreieck zu rennen. Macht er doch gerne. Ja, der zu die Störung. Schau, wie das aussieht. Das sieht so scheiße aus. So renne ich auch immer, weg, wenn ich dich sehe. Wo soll ich hin? Oh nein, ist das nicht er? Ich frage mich, warum sie das eingebaut haben. Schau, so laufen die Leute rum, wenn sie gerade auf dem Konzert von Miguel Flowers waren. Was macht er denn jetzt? Ach, ich habe noch keinen einzigen Angriff gemacht. Outtakes, Outtakes. Ob wir müssen mal jetzt aufhalten, es geht. Oh, meine Fresse. Vor allem, mir kannst du nicht mal eine Faltgrube legen. Cut. Cut. Also ihr seht schon, unter welchen Voraussetzungen wir hier Quests machen müssen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Monster ist einfach nicht schwer, aber es gibt dir einfach so gehörig. Ach komm, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt zu einem anderen gleich. Der kotzt mich. Langweilt uns, ne, ist vorbei. Nö, wir gehen jetzt. Dann, och man, ich wollte nur mit jemandem spielen. Fangen spielen. Wollte bestimmt mit uns fangen spielen, Alter. Jetzt spackt er wieder voll ab. Er kriegt mich nicht. Ey, der, wenn er dann aggressiv wird, dann springt er ja immer so hysterisch rum und sieht immer so aus, wie wenn ich gerade ein Geschenk zu Weihnachten bekomme. Dann springe ich auch immer so rum. Wenn ich so neue Pokémon-Karten bekomme, wieder eine. Kennst du das Video? Nee. Da kriegt so ein Amerikaner so Pokémon-Karten zu Weihnachten und zieht dann so Turtok. Und er rastet zu End aus und springt ungefähr so rum wie der Gykkaros, wenn er aggressiv wird. Das ist so geil. Und der schreit dann. Oh. Du bist reingerannt. Danke, Fabi. Boah, ey, hätte der mich jetzt getötet wegen dir. Ey, ganz ehrlich, das Viech kotzt mich langsam an, aber nur. Schau mal. Komm, wir fangen ihn jetzt ab. Der macht immer dieses hässliche Dreieck. Warum denn? Will der uns auf irgendwas hinweisen? Auf das Bermuda-Dreieck vielleicht. Oh, er wollte jetzt gerade hier. Komm, da mache ich mich jetzt durch. Och man. Danke, Fabi. Immerhin sind es jetzt immer 60 Frames. Hat er mir geklaut. Kombibuch 3. Vorhin klaut er ihm eine Fallgrube, auch noch so eine einzige. Jetzt klaut er ihm Kombibuch 3. Oh ne, jetzt macht er einen scheiß Dreieck. Scheiß. Oh ja. Ich habe ihn aufgehalten. Danke, Panic. Ein positives Danke. Ja, durch den ersten Schwanzschlag habe ich mich durchgemäut. Und den anderen kann ich mir gehörig in den, genau, boah, Arsch schieben. Schau mal, wie er abgeht, Mann. Ah ja, genau, und dann, wenn er am Ende, wenn er so läuft und immer so springt, das ist dann ein Zeichen, dass er jetzt abhaut. Ah nee, der haut ja gar nicht ab. Jetzt wird's spaßig. Jetzt hab ich Scheiße erzählt. Jetzt verbünden sie sich, jetzt greifen sie sich schon mal. Hey, du bist da. Sie haben gerade einen High Five gemacht, weil sie sich beide gesehen haben. Dieses Ausrufezeichen sah so geil aus. So, hey, du bist ja auch da. Hey, buddy, what's up? Und dann laufen sie so aufeinander zu und freuen sich so. Wo sind da jetzt hin? Hier hinten bei mir. Nee, der ist doch geflüchtet. Und der Erste. Nee, der Erste, der ist gerade bei uns. Nee, der ist geflüchtet. Nein, der Erste ist noch bei uns. Aber der von uns ist doch gerade eben geflüchtet. Nein. Wetten wir? Ja, wetten wir. Wieso ist dann der bei mir schon wütend? Weil. Klugscheißer. Kann man da Fallen legen?
Oh, Warte schön. mal, ist der tot? Nee, ist er nicht. Der stellt sich tot. Oh, Ich muss ihm gerade eine Fabi. Fallgrube reinlegen. Du schockst mich. Ihr könnt übrigens überprüfen, ob er sich tot stellt oder tot ist, indem ihr einfach auf Quest-Info geht und seht, dass er noch nicht tot ist. Damit wäre schon ihr Oh Überraschungseffekt. Gott! Oh. Ihr Überraschungseffekt, den sie damit aufbauen wollten, wäre schon dann weg. Oh, danke, Fabi. Gerade jetzt, wo ich eine Grube legen wollte. Wenigstens hast du den nicht gelegt. Doch, aber ich wollte ihn schön in der Grube töten, weil das cool aussieht. Harz lila Gypkosflügel. Es ist Aber da richtig. reicht jetzt auch aus von mich Kraftextrakt. Kraftextrakt. Hä? Was macht man damit dann nochmal? Ach so. Megasaft. Ich verwechsel es da mit helles Extrakt vom Kizu. Weil du auch immer helles Extrakt sagst. Nee, sag ich nie. Doch. Leute, hat er helles Extrakt gesagt oder hat er helles Extrakt gesagt? Scheiße, wäre das jetzt im Livestream so, dann hätten sie alle geschrieben. Ja, er hat helles Extrakt gesagt. Der Schatz des Holländer. Plastik. Zwei goldene Plastik. Bist du hier? Hallo? Nee, da brauchst du jetzt auch nicht hier so rum wie so ein Rasenmäher, ne? Fabi, ich kenne auch meine Grenzen und die hast du gerade überschritten. Wir werden gesehen. Ja, Ah. der fliegt da oben. Boah. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Die Musik ist aber gerade noch für einen kurzen Tick weitergelaufen. Ha, ich wusste, dass du es machst, deswegen habe ich es aus Prinzip auch gemacht. Hey Fabi, er ist hier. Faltgrube. Hey Fabi, er ist hier. Nee. Ich leg mal eine Faltgrube auf deine. Schau, wie er angeflogen kommt, ey. Für den doppelten Effekt, ne? Ja, Mann. Ihr seid Die wirkt wirklich dann. Idioten, wenn ihr glaubt, dass Ja, das funktioniert. dann bleibt er länger in der Fallgrube. In der Faltgrube, wenn ich bitten darf. Nein, darfst du aber nicht. Schau mal, wie du weggedrückt wurdest. Nee, Der ich bleibt bin sogar seitwärts. relativ lange in der Faltgrube, gell? Ich hab den Seitwärtsschritt gemacht, dass ich von hinten angreifen kann. Gell, der bleibt ziemlich lange in der Faltgrube. Ja. Okay, zu der Agro. Du lässt ihn nicht mal richtig aggro werden. Ja, danke, Fabi. Hey, ich hab sie sogar noch gelegt. Ist ja voll der Zufall, Alter. Ach nee, was macht er Nein, jetzt? nein, nein. Ah, jetzt macht er sein Dreieck. Naja, geile. Lauf. Der ist so krank im Kopf, Alter, dass er so einen Scheiß macht. Komm, Wo soll hierher. ich hin? Butz, 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 butz. Alter, der hat auch nichts zu tun, ey. Ja, komm Ja, her, komm ja. her. Ja, hier ist brav. Das Nein. sieht so Ja, komm her. scheiße aus, Ja, mein komm Gott. her. Ja, gut. Oh, nee. Ja, 10 Meter in der Falle An der vorbei. Faltgrube. Ja, hier ist dein Bruder. Ja, hier ist dein Bruder. Na, Nein. runter. Komm runter. Oder mach deinen Dreieckslauf. Ja, er macht deinen Dreieckslauf. Hoffentlich Können wir ist uns Oma. wenigstens an der Dummheit noch ein bisschen weiter erfreuen. Ja. Ja, putz, putz, putz. Ja, komm her. Ey, stell dir mal vor, Alter, der lauscht schon Lungen, meine PSP wäre jetzt eingefroren, dann wäre der Rubin einfach weg gewesen. Angriff! Meine Waffenstärke ist gesunken. Toll, ist nicht nur vergiftet. Nein, nicht nochmal. Nein. Runde Nummer 3. Leute, yay, dritte Runde. Komm, ich lege jetzt die Fallgrube in seinen Weg. Ja, bitte, Alter. Ich weiß aber nicht, Boah, ob das nee, so jetzt lang kotzt er geht. mich langsam an, ey. Ich glaube, ich schaffe das nicht rechtzeitig. Soll ich mal probieren? Ich Wie lang probiere. dauert eine Quest? 50 Mann, Minuten, ich. oder? Ich hab sie gelegt. Oh Mann. Nein! Welten, jetzt trollt er uns und geht ganz weg. Oh Gott, das wäre so scheiße. Bitte nicht. Bitte. Ja. Nein, jetzt macht er wieder den und jetzt fliegt er wieder. Nein! Er kommt sogar mal. Was ein Zufall. Sinkt meine Waffenstärke doppelt so schnell, weil der andere noch drin ist. Oh, shit. Ich hätte eigentlich beim anderen auch schon vollen Samen holen können. Oh, was soll's. Also volles Elan oder wie man das auch immer nennt.
Oh, deine Schockfalte, Faltgrube, warum sonst? Und schau mal, wie schön sie gestorben sind. Schau mal, wie das aussieht. Wir kriegen es irgendwie auch immer hin. Willst du nicht noch Kraftextrakt haben? Wir kriegen es irgendwie auch immer hin. Oh, ich habe jetzt gerade drei ausgewiesen, glaube ich, schon im Kampf. Zwei von dem und einen vom anderen. Jo. Dass sie lustig sterben. Akura, Akura. Ich gönne dir nicht dein letztes Kraftextrakt. Zwei zu null für mich. Hier Ich hab triff mich. Hier auch triff schon mich. ausgewiesen. Hier triff mich, Akura. Hier triff mich, Akura. Hier triff mich, Akura. Hier, da ist der Baum. Da ist der Baum. Hier triff mich, Akura. Hier triff mich, Akura. Hier triff mich, Akura. Ah, 3 zu 0. Oh nein. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ah, gewonnen! Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Oh, Alter! 8 Kraftextrakte in der Belohnung. Ich habe 4 in einem Slot gekriegt. Ich auch, ich habe zwei, also vier in einem Slot, 2x4 in einem Slot. Das heißt, ich habe jetzt durch die Quest 11 Kraftextrakte bekommen. 11. 11. Dafür gehört dir eine Ohrfeige. Oh, ja, 11, Mann, dann kann ich mir schön 11 Megasäfte damit machen. 11, 11 ist eine schöne Zahl. 11 ist eine schöne Zahl. Ja. Leute, das waren die zwei Lila-Gypekosse und jetzt müssten noch die Outtakes zu euch kommen. Ja, Ich hoffe. als nächstes kommt der Pleiot. Als nächstes kommt der Plesiont. Den nehmen wir jetzt auch gleich auf. Okay, also haut euch rein. Ciao. Tschüss. Dim. Zwei Lilane Kypkoros im Nebel. Mit Fabi. Fabi. Moment mal, das bist doch du. Ach so. Wie von Klinge Ahnhorn, schwarze Akanto-Rüstung. Also, beziehungsweise Akanto-Rüstung. Mann, ich sollte echt mal mein eigenes Lied komponieren. Ich bin schon so motiviert dabei. Oh ja. Hä, hast du so eine Ab... Ach so, du hast so wie eine Lanze dabei, oder? Ist sie so ausklappbar? Ja. Weil dieser ist eine Gewehrlanze. Nee. Wow. Du redest ja. Alter, hast du einen Maxi-Trank? Nee. Alter. Video abbrechen. Nee, Spaß. Trotzdem bin ich im Arsch, wenn er mich nur einmal trifft. Zum Glück habe ich ihn jetzt abgebrochen. Aber wir versuchen jetzt mit Faltgruben. Och Gott, die kann man hier nicht einsetzen. In deiner Zone kann man da eine einsetzen. Ja. Gut. Ich warte damit noch, bis du da bist. Ja, das möchte ich jetzt mal hoffen. Ist er schon... Nee, er ist noch gar nicht aufmerksam. Doch jetzt. Du hast ihm zu viel geblinkt. Das ist voll Ich mini. blink auch mal. Hallo. Das ist ein Signal, dass ich noch da bin. Ach so. Ich bin ja wirklich auch am Arsch der Welt gespawnt. Oh, bei mir ist der andere. Bei mir ist wirklich der andere. Also der ist so Nein. klein, dass du fast immer die Schwachstelle triffst. Vor dem, von der Attacke muss ich durch. Oh Ach. shit, der hat mir eine Fallgrube gestohlen. Ich hab versagt. Nein, 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 nein. Nein, jetzt bin ich vergiftet. Und kein Gegengift mitgenommen. Geil. Wieder beste Vorbereitung. Vorbereitungen für das gesamte. So, hast du eine Faltgrube? Ja, der hat mir meine gerade gestohlen. Warte, ich komme in die neue. Gestohlen! Ja. Der hat dir gerade eine Fallgrube gestohlen. Ja. Was ist das denn für ein Mistkind? Und sogar während ich abgewehrt habe. Mal, wo läuft er Scheiße. hin? Ich mich nicht. Scheiße, ich habe aus der Gameplay-Reihe-Szene mitgenommen. Nein. Vorbereitung für Quiz. Vorbereitung 3 plus. Nee, Moment mal, ich wollte eigentlich gerade was Gutes sagen. Na ja, geil, und jetzt sind nur noch beide in der Zone. Shit, ey, wir müssen gerade mal von vorne anfangen. Wollen wir? Ja. Okay. So, Leute, das war's. Das kommt in die Outtakes. Scheiße.